Dein Leben einen Gin. Ja, heute machen wir was richtig Leckeres. Wir machen heute Gin-Hähnchen aus dem Dutch Oven. Und dass es nicht nur eine ganz einfache Geschichte wird, sondern auch eine unglaublich leckere, das verraten uns die Zutaten auf den Tisch. Wir brauchen hierfür heute eine Aubergine, eine große Zucchini, zwei rote Paprika, zwei rote Zwiebeln, drei Knoblauchzehen und zwei Tomaten. Da brauchen wir an Gewürze ein bisschen Grillgemüse. Gewürze nehmen wir heute für unsere Gemüsezutaten und für unsere Hähnchenschenkel, die wir natürlich dann auch brauchen, vier Stück an der Zahl. Und dann nehmen wir dann einfach ein Geflügelgewürz, ganz einfach. Du kannst auch Salz und Pfeffer nehmen, aber ich finde das mit dem, ja, ein bisschen Geflügelgewürz auf jeden Fall einfach nochmal einen Zacken besser. Ja, und dann natürlich unser Dutch Oven, aber natürlich die wichtigste Zutat neben den Hähnchenschenkel und dem Gemüse ist der Gin, weil der macht dann den eigentlichen Kick an dem Geschmack nochmal aus. Ich habe mir jetzt hier für einen Gin Mare entschieden, ein sehr mediterraner Gin, sehr bekömmlich, sehr lecker, schmeckt nicht zu scharf und ja, also passend absolut zu diesem Hähnchentopf, meiner Meinung nach. Heute haben wir gar nicht den viereinhalber Dutch Oven, sondern den Neuner ausgepackt. Doppelt so groß. Warum? Klar, da haben wir so viel Gemüsezutaten und vier Hähnchenschenkel, da wird es ein bisschen eng, auch im viereinhalber. Von daher habe ich jetzt den großen heute ausgepackt, den Neuner. Ja, und mit dem werden wir heute unser Gin-Hähnchen machen. Ja, was musst du eigentlich machen? Im Prinzip, du brauchst jetzt eine große Schüssel. Dann kommen alle Gemüsezutaten in eine Schüssel rein. Dann kommt nochmal ein Schuss Öl mit rein. Unser Grillgemüsegewürz und ein richtig guter Schuss Gin. Ja, und dann wird alles miteinander durchgemengt. Da ziehe ich mir jetzt gleich einen Handschuh an, weil sonst habe ich jetzt gleich wieder richtig versaute Hände. Ja, und dann müssen wir bloß noch unsere Hähnchenschenkel einwrappen. Ja, und die werden dann ganz kurz angebraten. Und dann kommt im Prinzip unser Gemüsebett unten rein, unsere Hähnchenschenkel oben drauf. Und dann schließen wir den Deckel und dann verteilen wir die Kohlen. Unten ein Drittel, oben zwei Drittel, weil wir wollen ja ein bisschen Knusprigkeit auch an die Hähnchenschenkel herankriegen. Ja, und dann müssen wir einfach nur noch warten. Und wie lange müssen wir warten? Ungefähr Stunde, anderthalb Stunden. Schauen wir einfach mal zwischendrin mal rein, was das Gemüse so macht. Und ja, und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Also jetzt fangen wir an, unsere Gemüsezutaten miteinander in einer großen Schüssel zu vermengen und nochmal richtig Geschmack ranzukriegen. Gin-Hähnchen aus dem Dutch Oven.
das mal eine geile Nummer. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe, aber endlich habe ich es geschafft, auch mal ein Video darüber zu machen, weil es schmeckt einfach mega lecker. Mit dem Gemüse, mit dem Gin, mit den Hähnchen, da kommt ein Duft hoch, wenn du den Dutch Oven öffnest. Es ist einfach nur unglaublich. Und lass mir das schmecken. Wow. Oh, schmeckt das geil. Was soll ich sagen? Das Rezept musst du nachmachen. So viel wie wir momentan eigentlich vor der Kamera stehen und dir dann immer sagen, dieses Rezept musst du nachmachen. Ja, weil wir machen es ja auch. Und es lohnt sich einfach richtig. Und wenn du das Rezept nachgemacht hast, dann möchten wir, dass du unter dem Video einfach mal kommentierst, wie es dir geschmeckt hat. Das ist uns wichtig und dass wir einfach mit dir ein bisschen kommunizieren können und einfach mal sehen können, ob dir das genauso gut schmeckt wie uns halt auch. Die Portion, die wir jetzt hier gemacht haben, reicht für 3 Mann auf jeden Fall, vielleicht 4, je nachdem, wie viel Hähnchenschenkel du isst. Vom Gemüse reicht es auf jeden Fall mit dazu. Passend dazu richtig gut Reis natürlich, ganz klar. Und dann hast du einfach eine vollwertige Mahlzeit und die einfach nur Lust auf mehr macht, die nach mehr schmeckt. Gin-Hähnchen aus dem Dutch Oven, einfach mega lecker. Ich kann es wieder nur einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib doch einfach einen Daumen nach oben dafür. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das spätestens jetzt tun. Abonnier unten oder mach die Glocke unten an, damit du auch immer erfährst, wann ein neues Video von uns erscheint. Mindestens 2-mal die Woche, manchmal sogar 3-mal die Woche. Jetzt im Dezember kamen im Prinzip eigentlich jede Woche 3 Videos sogar von uns. Das werden wir nicht durchhalten können, weil wir einfach auch berufstätig sind. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Hobby. Das muss uns Spaß machen und das macht uns Spaß. Und ja, wir hoffen, du hast es gesehen. Und dann bleib uns treu, schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt MG Barbecue, wir sind raus!